So, hier am Edersee. Hier. Noch trocken. Gucken wir mal. Von oben kommt eine Regenfront. Von seitlich, von oben. Von Winterberg. Ob wir der umfahren, gucken wir mal. Wir fahren schon weiter jetzt hier. Mit der Truppe. Im letzten Teil jetzt hier. Und ja, wir hoffen, dass wir den Regen so ein bisschen umfahren. Schauen wir mal. Ob die Geschichte Regengott bei mir so ein bisschen Sonnenengel auch heute zutrifft, weil bisher habe ich immer Glück gehabt und bin dem Regen immer so entwichen. Minimaler Regen, macht nichts und ja, schauen wir mal, wo wir heute sind, wie wir heute vom dem Regen entweichen, nicht entweichen. Minimal Fizzles. Mesh Intercom einschalten. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ne? OP Mesh, Kanal 1. So, alle da, ja, ne? Jo. Mhm. Gut, okay. Der fährt da Ding auch spazieren da vorne, wa? Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so richtig im Regen reingekommen bin. Wüsste ich nicht. Also, ne? Ihr könnt Glück haben. Weil mir das sehr selten passiert. Könnt ihr mich da auch steinigen, wenn es passiert. Wir bestellen dir die Dinger alle zum Putzen ja. Dahin. Ja, genau. Ja, ja könnt, ne? Einmal Wasseranlage, ne? Kriegt ihr alle einmal schon rosa Schaum. Einmal Kaugummi-Schaum. Nein, ein bisschen Regen ist ja so nie das Problem, ein bisschen Regen. Ne? Aber wenn es so richtig regnet, ist auch kein Problem, aber ist halt blöd, ne? Ärgerlich. Kann ich mal die ganzen Kameras testen, ob die über Regen funktionieren. Guck mal, die machen schön Urlaub hier. Ich könnte ja meinen T5-Bulli verleihen. Für eine Woche. Mach doch. Ja, aber. Nee, lieber nicht. Ich weiß nicht, was da drin passiert. Solange man es wieder sauber macht. Ja, ja, genau, ja. Aber wenn du denn eine Woche vermietest, mit der mehr drin rumgefördert, wie du die letzten 3 Jahre gemacht hast. Dann hast du das Zeug in jeder Ecke. Ja, genau, ja. Und schon wieder Kopfkino. Ja, dann ist er dicht. Oder dicke. Alle Lücken gestopft. Tropf von der Decke. Was ist hier los? Während der Fahrt so. Jetzt kommt der Regen, der Regen. So, jetzt kommen wir jetzt gleich zu der Stelle, wo ich meinen Unfall gebaut habe. Echt? Jo, hier. Hier runter oder was? Ja, ja, genau. Da kannte ich die Strecke aber noch nicht. Ja. Ja, dann wollte ich an der RC8 dran bleiben. Ja. Ja, und er wusste, dass es dann rechts geht und ich nicht. Ihr seid doch auch runtergefahren, ne? Ja, ja, natürlich. Immer geradeaus. Wir warten ja auf euch so ein bisschen. Wo war denn die Kurve? Unten oder wo war die Kurve bei dir? Daniel. Ja, ich kann mich gerade nicht genau erinnern, wie das aussieht. Ich glaube, das war sogar diese Rechtskurve hier irgendwie. Okay. Ich glaube. Ne, genau, es war die langgezogene rechts und die links, sondern hier raus. Okay. Also von oben kommt auch, oder was? Ja, genau. Okay. Aber das war... Ich weiß ich nicht. Das war einfach ein dummer Fahrfehler von mir. Ja, man muss sie nicht treiben lassen, ne? Ja. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine gewesen wäre, wäre ich jetzt hinter ihm hergefahren, so wie es kenne, ne? Ja. Ja. Weil ich immer gerne beobachte, ne? Ja. Das war damals im Kopf. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe gut daraus gelernt, was
Aus jedem. Weil ich mich sehr darauf fokussiert habe, dass ich meine Fahrweise verbessere. Ja. Und auch meine Fahrtechnik. Sonst hätte ich das auch so nicht gemacht. Aus jedem Unfall lernst du, ist so. Ja, na? Auf jeden Fall. Ja, aber es ist witzigerweise meine rechte Fuß fast abgebrochen. Ich durfte mit einem hängenden Fuß von hier aus nach Hause fahren. Ja, weißt du gut, dass du noch nach Hause fahren konntest, ne? Ja, ja. Das alles gut, was? Haben wir gesehen, ne? Was ist das denn hier für ein Knüppel? Das ist immer noch der Edersee. Echt? Ja, klar, ja, ja. Die Ausläufer davon. Oh ja. Kennst du die Strecke hier? Tümpel, sagt er. Daniel, kennst du die Strecke hier? Ach, also die bin ich einmal gefahren, ja. Ja, ist auch geil, ne? Die, also ja, ist links, rechts, links, rechts. Ja. Das ist schon Hammer. Und alles 100, ne? Alles erlaubt, was? Ja, besser geht's ja gar nicht. Also wenn er von oben kommt... Aber 100 würde ich hier auch nicht fahren, glaube ich. Also wenn er... Wenn du von oben kommst, ne? Ist sie total widerlich von oben, ne? Weil du so enge Kurven hast. Ja, stehst du jetzt dann auf der Bremse, mehr oder weniger. Ja. Bei dir Quickshifter oder auch Oblimmer dabei? Ne, ich hab nur Quickshifter. Okay, naja. Ja, ich hab bei mir Oblimmer nachgerüstet an der MT10. Da gibt's ja diese Nachrichtenskizzen, ne? Naja, ist schon geil. Also ich bin tatsächlich noch nie in der Maschine mit Blimmer gefahren, also ich würde das echt mal gerne ausprobieren, wie das so ist. Ja, mach ja. Das stellt mir echt schon genial vor. Ja, mach ja gerade hier. Die hat ja Oblimmer, das hier. Ja, dann hast du auch nicht so viel Bewegung am Bike mit der Handbewegung und alles. Genau, du nimmst einfach die Finger von der Kupplung, die brauchst du nicht. Ja. Ach, guck mal, das sieht ja gut aus da hinten. Ja, Regen ist auch wieder mehr oder weniger weg. Ja. Ja, ich hab mir tatsächlich auch mal überlegt, wer so nach ist, Blimmern zu holen. Ja, kostet 600 Euro. Wenn du dich nicht ganz doof anstellst, kriegst du das selber hin, weil du fuchst ja eher an deiner Maschine rum. Und in diesen 600 Euro hast du Blipper und Quickshifter, beides drin. Das heißt, du kannst deinen originalen Quickshifter, kannst du dann einfach wieder verkaufen. Für den kriegst du gebraucht auch noch so um die 200 Euro. Ne? Also kostet der ganze Spaß dich ungefähr so 400 Euro ungefähr. Ne? Ja, ich glaube, du hast da so ein Austauschmodul an, was an der Schaltstange dran kommt. Boah. Ja, genau richtig. Ja, klar. Ja, ja, ja. Bei mir ist das so, dass das bei mir über das Bremssystem gekoppelt ist. Ich muss bremsen, damit er aktiv ist. Ah, okay. Ja, so war es im Grunde ab Werk dann. Ne? Also ich habe es mir quasi einbauen lassen. Ne? Und ich habe es mir aber jetzt ans Rücklicht gemacht, weil das so Dauer an ist. Das heißt, ich kann jetzt... Mach mal langsam mal, Markus. Ja, ja. Ja, ja. Sehe ich. Und von daher kann ich das jetzt jederzeit schalten, weißt du? Weil es ständig, ne, das Signal gibt, der will schalten, ne? Und das funktioniert. Also hast du es jetzt bei beiden Bikes quasi gleich, dass du immer einfach, wenn du willst, runterschalten kannst. Alle da. Ja, hier bei der BMW-Serie, das ist normal. Da kann ich immer schalten, weil ich möchte hier bei der hier. Und bei der Yamaha kann ich jetzt auch jederzeit, ne? Ja, das ist schon geil. Mal ein bisschen schneller fahren, mal ein bisschen Regentropfen vom Visier wegkriegen.
Bips abgehoben. Also Marco scheint es zu gefallen, ne? Der meckert nicht, ne? Der schreit nicht. Der schreit nicht, oh. Oben über den Bahnübergang gefahren. Ja, genau. Ja. Willkommen in Schweinsbrühl. Das Haus ist schön. Das hier, weil du wolltest. Der Garten ist schön. Ja, kannst du sagen. Das hat was. Sehr schick. Schmetterlinge hier als Nachbarn, ne? So, denk an den letzten, ne? Hinten, weiß ich nicht. Ich Markus warte. Ist da. Andrea? Ja, wir sehen euch, wir sehen euch. Ja. Richtung Diemelsee. Das war ein Rehchen, ein Rehe. Ein Rehe. Ja, toll. Ein Rehe, genau vor mir hergelaufen. Ja, heute hast du es nicht mit Vögeln. Ja, heute wenige Vögel, heute gibt es Rehbraten. Kamera war an, Gott sei Dank. Ich hab's drauf merken. Ja, da wollte man vor die Kamera. Ja, genau, richtig. Ne? War mal ein kleines Reh, ne? Ja. Ich wollte noch mal kurz Hallo sagen. Alleine ausgehen, dann hast du das Problem nicht. Ja, klar. Liegen am Ende rechts ab, Andreas, ne?
du da mal sein. Aber nötig haben, samstags noch um 18 Uhr schwulen. Ja. Also wer auf die Autobahn will jetzt, nach Hause will jetzt, der kann jetzt direkt auf die 46 drauf hier. Mal. Ja, ich fahr geradeaus, ich verabschiede mich dann. Ja, und fahren wir mit, Thomas? Oder willst du mit hier fahren? Wie lange sind wir noch unterwegs? Wir haben jetzt noch eine Stunde 15 Minuten. Bis hier. Stunde 15? Ja. War noch nur 60 Kilometer, oder? Ja, 74 noch. Ja, dann macht's gut. Komm gut nach Hause, wa? Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Dann fahren wir auch heim, ja? Ja. Tschüss, ihr Lieben. Ja, ciao. Ja. Komm, komm. So, da sind wir jetzt noch zu zweit, ne? Nee, zu dritt. Ah, zu dritt. Ah, okay. Die Autobahn macht die ziemlich ganz in Deutschland was fahren. Markus fährt jetzt vor, ne? Wettermännchen. Genau. Aber wir fahren ja mehr oder weniger parallel. Mal gucken, ob wir vorne bleiben. Nein, wir fahren nachher noch so eine Schleife zum Nuttler, zum Hirschberg. Ja. Tschüss, ihr da unten! Tschüss, ihr da unten! Ja, tschüss! Tschüss! Ach, du meinst hier Kallenhardt? Ja, genau, richtig. Ja. Ehemalige Bergrennstrecke. Ja? Glaube ich, war das mal gehört zu haben. Okay. Bei den 70er, 80er Jahren war das die Fahrt. Ja, die Strecke, die ist auch schön, die Strecke, ne? Ja. Ja, hat so ein bisschen was von Lübzel und Wilde Wiese, ne? Ja, genau. Ja, und alles 100, ne? Ein Teilstück davon haben sie auch neu gemacht, meine ich. Ja, letztes Jahr war die komplett mit Rollsplit, komplett die ganze Strecke, von oben bis unten. War alles voll mit Rollsplit. Ja, das dauert dann auch noch, bis das weg ist. Ja, ja, das war das ganze letzte Jahr. Das ganze letzte Jahr konnte ich nicht herfahren. Also ich bin da hergefahren einmal, hab gemerkt, okay, bringt nichts. Und dann von vielen gehört, dass das immer noch gewesen wäre. Ne? Also letztes Jahr konntest du das komplett knicken da. Ob es gegen die Motorfahrer gewesen ist oder ne, ob es nötig war. Ne? Also ich fand die Strecke immer okay. Ne? Ich fand es nicht schlimm. Ja, das weiß man nie so genau. Ja, das sind noch die anderen, ne? Ja, die kommen wieder rein. Ja. Weil die sind ja jetzt relativ schnell zu Hause, ne? Wenn die jetzt einmal anziehen, dann sind die in 10 Minuten sind die in Hüsten, ne? Da fahren die 10 Minuten Hüsten, das kommt hin, ja. Ja, da fahren die Hüsten runter und fertig, ne? Ja, und dann über Bödinghauser Heide, Holsten, ne? Oder? Ja, genau. Ja, ja. Ja, die beiden wohnen in Imat, in Linie Thomas. Und der Markus, der wohnt hinter Fröndenberg. Also die haben noch ein bisschen was. Ja, aber dann fahren sie ja circa ungefähr erstmal ein Stück miteinander. Ja. Hier ist die höchste NRW-Autobahn. Ja? Ja, ist schon beeindruckend, wenn du guckst so, ne? Ja, wenn wir da oben, ne, da müssen wir erstmal weit nach oben sehen. Das hast du immer alles so hält, ey. Haben sie ja auch schon einige runtergestürzt. Ja. Ja, man sollte natürlich nur nicht durch die Leitplanke da crashen, das wäre natürlich so schön. Ja.
nee, von 27 auf 7, jetzt nur 3. Er hat da auch was, oder nicht? Ja klar, alles gut. Aber egal, wer dabei gewesen ist bis jetzt, ne? Ey. Aber das war auch, glaube ich, Zugzwang, ne? Da haben sie so viel abgemeldet, da dachten die anderen wahrscheinlich auch, komm, wenn sie haben dann ein bisschen dort, ne? Ja, ja. Und wenn die jetzt so ein bisschen dann das Video sehen, das Wetter sehen, ne? Ja, Grüße gehen raus. Ja. Ist ja, Wetter war super, ne? Ach nein, also besser ging's gar nicht. Wir sind auch wirklich im Leben die ganze Zeit davon gefahren. Ja. Hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Die Strecke waren 1A, kaum was los gewesen, hatten wir quasi alles für uns gehabt, mehr oder weniger. Ja, weil alle morgen fahren wollen, ne? Ja. Scheinlich. Mach ich ja auch nochmal, ne? Aber trotzdem. Er ist so freundlich. Aber der ist voll beladen hier. Alles frei vorne, alles frei. In der Kurve oben, da kam ein Kollege von oben runtergefahren und hat dann aufgesetzt hier, volles Hund hier. Volles Hund. Mit dem auch richtig scharf hoch, ja, 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 mit dem Schalthebel, dass die Maschine hochgeschaltet hat in der Kurve dann. Ja, dann rollst du ja noch schneller durch. Mit einer Super-Duper. Ja. Da war der aber gut schnell gewesen. Ja, ja. Der ist Killer, ist der. Der ist echt. Jetzt hat er sich ein Dings geholt. Jetzt hat er sich eine Fireblade geholt. Eine Honda, die SP1. Hä? Was für ein Baujahr ist die denn? Die ist 2 Jahre alt. 2 Jahre alt, ja. Also die neue nicht, ne? Ja, die neue ist ja irgendwie RRR. Ja, genau. Ja, die kostet aber 24 aus, glaube ich, die neue, ne? Soll auch nicht mehr so optimal vom Motor für die Landstraßen sein, weil die Auto noch oben am Orgeln ist, ne? Ja. Hab ich gehört. Bin mal mit einem gefahren, der hatte die. Ja. Also ist ein schickes Ding auf jeden Fall. Ja, dann sollte er auf jeden Fall das Stadion nicht mehr aufsetzen. Normalerweise nicht. Und der geht aber auch schon immer mit dem Knie alles raus, ne? Der schleift auch alles, ne? Und trotzdem hat er aufgesetzt, ne? Ja, das war's dann wohl mit Wald hier. Ja, ja. Ja, ich sag mal, jetzt von der Übersicht her ist es schöner jetzt, weißt du, jetzt als Motorradfahrer. Genau, ja. Von der Natur her natürlich für den Arsch, wa? Ja. Ich hätte auch ehrlicherweise damit gerechnet, dass man viel mehr Verkehr hat hier von den Holztransporten und sowas, aber... Nein, das ist mir tatsächlich noch gar nicht so stark negativ aufgefallen. Das ist schon alles vorbei jetzt, das war schon alles. Ja. Ich bin ja jetzt schon ganz viel gefahren das Jahr. Und das war schon alles, wir waren schon alle hier.
Also du hast bei dir sehr viel Bodenfreiheit mit der Fußraste, habe ich gerade gesehen, ne? Das ist ehrlich. Ja, das macht schon einen guten Unterschied. Ich habe jetzt mal gar nicht nachgewiesen, wie viel die höher ist, aber... Ja, aber, Bremshebel, und das ist alles auf der alten Höhe, ne? Wie es aussieht von hinten, ne? Ja, ich habe den so ein bisschen angepasst, weil... Sonst hätte ich zu weit runterdrücken müssen, berühre. Ja, Mann, ja. Den kann man auch mit die Stunde Fahrwerk testen. Und die Reifen. Ja, ja. Also schön ist, wenn du hier hochfährst, weißt du? Kannst du schön testen alles. Ne? Also. Und die Schlaglöcher machen mir hier bei der BMW sind so nichts hier bei der BMW, aber jetzt bei der MT10 auch nicht. Ne? Weißt du doch jetzt schon, was die Jugend da gerade macht, die Jugend, ne? Hoch, runter, wa? Aber würden wir ja nicht anders machen, oder? Obwohl, ich bin kein Fan davon, ne? Nein, Strecke mal nein, nein, jetzt, aber in dem Alter, weißt du? In dem Alter, ja. Ich bin auch froh, dass ich erst mit 24, glaube ich, meinen Führerschein gemacht habe. Ja. Das ist komplett, weil ein paar Jahre vorher wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen wilder gewesen. Ja. Was auch nicht mal so gut sein muss. Auf Dauer. Also direkt einen Direkteinstieg gemacht, ne? Auf die große, ne? Ja, genau, direkt die große gemacht und ja. Aber was in der Maschine hast du da gelernt in der Fahrschule? Cover 6 ERN. 6, ja. Standard. Damals zumindest. Heute hatte ich kaum noch einer. War sogar der letzte Fahrschüler. Ja. Der Motorradführer schon mal gemacht hat. Ja. Okay. Und danach hat er eine Rente oder was? Nee, der hat dann doch nur noch Autos gemacht. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt wieder Motorräder macht. Ja. Aber zumindest hat er mir das so gesagt. So, eben noch auf Andreas warten, nein, kommt er. Ich sehe das Licht. Genau. Ich würde mich, ja, ich bin das. Ich würde mich aber jetzt hier verabschieden, weil es näher ist als unten. Ja, ja. Danke fürs Mitnehmen. Ja. Und ich sag mal bis bald. Alles klar. Ja, mach's gut. Hau rein, ne? Tschüss. Ciao. Ich komme noch eben näher. Also weil das macht jetzt keinen Sinn, dass ich noch weiterfahre. Ja. Okay. Und ich stehe jetzt hier vorne, fahre dann direkt nach Sudan. Ja, alles klar. Okay. Euch noch viel Spaß. Ja. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Jo, alles klar. Andreas? Ja, super. Ich stehe hier vorne. Jo, ciao. Ja. Tschüss. Da waren es nur noch zwei. Ja, ist so, ne? Ja, aber guck mal, wir haben ja jetzt auch schon 10 vor 7, ne? Also. Ja, und viele kommen ja auch immer kurz und quer irgendwo aus anderen Richtungen, ne? Ja, aber es war ja laut Kalli war ja angekündigt, ne? 10 Uhr Start, also 10.15 Uhr Start dann ungefähr. Ich glaube, wir sind Viertel nach 10, halb 11 abgehauen, glaube ich, ne? Auch ungefähr. Ja. Dann stand drauf, Tour 7 Stunden.
Da haben wir die Pausen eingelegt, also so 19 Uhr, 19.30 war ja eh geplant, ne? Und das haben wir ja voll, ne, hingekriegt. Ja, das ist ja perfekt getimt, mehr oder weniger. Die Pausen waren ausreichend, die Pausen, ne? Das war okay. Ne? Nein, alles gut. Und hat Spaß gemacht. Und ich bin immer froh, wenn ich immer neue Leute kennenlerne und kannst du sagen, was du willst. Also alle, die Motorrad fahren, ne? Ey, du kommst mit jedem gut klar, ne? Die sind alle top. Wenn's ja, das ist auch die Hauptsache. Ja. Ja, und du weißt dann, wie viele auch fahren, weißt du, wenn, also vom Stil her, ne? Wenn du die da immer wieder mal mitnimmst oder sowas, ne? Dann weißt du, okay, bei dem brauchst du keine Gedanken machen, ne? Oder bei dem musst du ein bisschen aufpassen, ne? Oder. Ja, richtig. Bei manchen Leuten sieht man das so ein bisschen im Rückspiel, ob die sich halt mehr zutrauen, als sie fahrerisch drauf haben. Ja, du siehst alles, ne? Ja, das hatte ich auch schon zwei, dreimal gehabt, dass neue Leute mitgenommen hat. Und im Rückspiel hast du gesehen, dass die ja die Kurve genauso schnell genommen haben wie du, nur halt immer wieder in den Gegenverkehr gekommen sind dabei. Und dann hat man dann automatisch auch langsam gemacht, dass die sie nicht. Genau so ist das. Ja, dass die dann nicht übertreiben. Ja, oder wenn du einen vor dir hast, im Grunde, der da immer schnippelt zum Beispiel, ne, da weißt du, ja. Der will dir einfach so beweisen, wie schnell er ist, weißt du? Dann sagst du auch, komm, genau. Mach locker. Nein, ich habe früher auch immer. Ich habe immer, die Kollegen sind immer abgehauen, die Kollegen damals. Ich bin immer spurgetreu gefahren, immer die Spur außen angefahren. Alles war gut und ja, da bist du automatisch schneller, ne? Und mittlerweile fahren die Kollegen ganz zu schnippeln und ich glaube in der Spur und bin trotzdem schneller, ne? Das ist also schon interessant. Ja, du hast ja noch mehr Spaß, ne? Weil du ja viel mehr Kurven bist. Ja, klar. So, du wohnst in Nähern, war das, ne? Genau. Ja. Da vorne ist ja meine ich jetzt rechts eine Tacke, da würde ich tatsächlich nochmal tacken. Ah ja, da kommt die total da vorne. Ich weiß nicht, ob du da weiterfahren willst oder. Ne, ich zieh weiter durch dann, weil ja. Bin ich auch früher zu Hause. Genau. Ja. Ja, ich habe jetzt noch. Ach, das habe ich jetzt noch. Ich kann jetzt noch 181 Kilometer fahren. Bei mir war es das jetzt. Ja. Man ist auch, weiß ich, fast von der letzten Tanke, 210, 220 Kilometer. Ja. Weggepasst. So, dann komm gut nach Hause, sag ich mal so, ne? Ja, ebenso. Ja, hat Spaß gemacht und ja, sehen uns bestimmt nochmal wieder, ne? Denk mal, auf irgendeiner Tour. Ja, ansonsten einfach schreiben. Ja, ja. Zumal diese Kurventour, ne? Zumal diese Kurventour-Geschichte hier im Grunde in großen Gruppen. Mal gucken, ob ich da noch mitfahre. Mal schauen. Aber wir schreiben, wie gesagt, ne? Wenn du mal unterwegs bist, einfach mal melden. Alles klar, hau rein, ne? Ciao. Danke dir fürs Führen, Wort, ciao. Jo. Mesh Intercom ausschalten. So, das war's. Dann bin ich alleine und fahre allein nach Hause jetzt. Das tue ich euch jetzt nicht mehr an. Ich strecke nach Hause. Ich sag mal hier, hiermit ist die Tour beendet. Ja, es waren stolz 453 Kilometer, 7 Stunden reine Fahrzeit. Wir haben ein paar Pausen eingelegt zwischendurch und es hat richtig Spaß gemacht, auch in der Kleingruppe. Traurig natürlich, dass sich 27 Leute angekündigt haben am Anfang in der Gruppe bei uns. Und ja, wenn ich was zusage, dann muss ich ja wissen, okay, an dem Tag habe ich frei, ist okay, aber andere wollten auch mitfahren, die sagten dann, okay, jetzt kann ich nicht mitfahren, weil da andere drin sind und die haben geblockt so ein bisschen. Fand ich ein bisschen schade jetzt für die, die mitfahren wollten. Und ja, im Endeffekt sind es ja immer weniger geworden, haben immer mehr abgesagt und so weiter. Und die anderen, die dann hätten gerne mitfahren wollen, die haben dann auch nicht mehr zugesagt, weil die halt, ne, verstehe ich auch, geht ja auch nicht. Ja. Hier nochmal Appell für die, die zugucken, eventuell die das Video sehen von der Kurventurer Sauerland-Truppe hier. Ich werde es auch nochmal in die Gruppe reinschreiben. Sagt doch bitte zu für die Tour, wenn ihr 100% sicher seid. Und blockt und bunkert doch nicht erstmal. Na, so nach dem Motto, da bin ich schon mal dabei, ich kann ja mal noch abspringen, das ist schlecht. Ja. Was so die letzten Tage passiert ist, ja, ist traurig. Na, weil wettermäßig, wir hatten heute. Ja, wir hatten keinen Regen, wir hatten ein paar Vierteltropfen und das auch nur 5 Minuten und dann war gut, Wetter ist immer noch gut hier. Wir haben 15,5 Grad haben wir gerade, es ist top, das war eine tolle Tour, es hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Aber hat auch Spaß gemacht, Leute kennenzulernen. Es war auch jetzt schön, in der kleinen Gruppe zu fahren. Alle waren flott, gut dabei und so weiter. Ich habe drei tolle neue Leute kennengelernt. Ja, den Andreas. Grüße nochmal an dich, Andreas, hier. Den Stefan, den wir leider nicht im Funk drin hatten. Ne? Aber auch ein Top-Kerl, astrein. Und ja, der bis zu Ende dabei geblieben ist gerade hier. Der Daniel. Auch top, astrein. Also, na, ich freue mich schon auf die nächste Tour. Ja, aber naja, mal gucken, wie es beim nächsten Mal wird. Na, meine nächste Kurventour aus Sauerland. Tour, wie gesagt, da werde ich mich mal zurückhalten, mich zurückziehen und vielleicht danach die Tour wieder mitfahren. Weil, wenn eh so viele abspringen, was mir so ein bisschen aufstößt, und das möchte ich hier nochmal sagen, ja, die Tour gefahren wären normalerweise, die Tour normalerweise angeführt hätten, die konnten gesundheitlich nicht, ja. Nochmal Grüße raus hier an Martin, an Chris, ja. Ich bin quasi eingesprungen, ich habe das dann quasi übernommen, das Tab da quasi, dass die Tour nicht ausfällt, dass die Tour stattfindet. Zu dem Zeitpunkt waren noch über 20 Leute, 21 Leute für die Tour angemeldet. Und dann ging das los, ne? So nach und nach ging immer wieder hier welche runter. Ist klar, Wetter ist morgen absolut geil. Viele sagen sich, ich fahre lieber morgen als heute. Aber dann sage ich aber so einer Tour nicht zu. Ne? Und ja, das ging von Tag zu Tag runter. Und heute Morgen waren wir nur noch 5 Leute. Wobei 2 davon auch private Freunde von mir sind. Ja. Und dann kam noch ein Kollege von mir mit dabei jetzt, dass wir aufgefüllt haben so ein bisschen. Wir hatten einen tollen Tag, aber es ist halt einfach traurig, dass man quasi sowas aufbaut, ne, das anbietet, eine Tour plant, eine große Tour plant und dann alle abspringt. Ja? Ist nicht böse gemeint, ist einfach nur jetzt von mir halt. Ne? Ich hätte heute auch was anderes machen können. Ja? Ich fahre jetzt heute und morgen, ich bin halt ein bisschen motorradgeil. Ne? Aber es ist halt schade. Ne? Ja? Für die Zeit, die man opfert dann im Grunde. Ja? Wir hatten trotzdem Spaß, jetzt alles gut, aber sollte sich mal jeder ein bisschen hinter die Ohren schreiben, dass wenn man zusagt, man dann im Grunde auch kommt. Ja. Ist ja wie normal. Hat man einen Arzttermin, dann sagt man, und hat den da und da, dann geht man da hin. Hat man ein Vorstellungsgespräch in 3 Wochen, den Termin, geht man da hin. Und wenn ich irgendwie im Kalender irgendeinen Termin eintrage, wo eine Tour ist, und ich weiß, ich kann da, dann melde ich mich an. Wenn ich weiß es nicht ganz genau, dann trage ich mich gar nicht erst ein. Ganz einfach. So einfach ist das. Fertig. Und so ist halt passiert heute. Ne? Ja. Gut, okay, ja, das andere, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Mitfahren hier. Ich freue mich schon auf die nächste Tour, ja, die jetzt morgen ansteht. Nicht auf dem Kanal hier, das ist dann wieder auf einem anderen Kanal, ne? Makumak mit der Yamaha. Da fahren wir morgen ein bisschen, wie es aussieht, in den Westerwald. Fahren wir Richtung Mosel und dann gucken wir mal. So, ja, wie gesagt, wenn es gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr nicht abonniert habt, gerne abonnieren den Kanal hier, sehr gerne. Wenn ihr mal Bock habt, mit einer Tour mitzufahren hier, so wie heute. Heute wären zum Beispiel 20 Plätze frei gewesen, ja, kann man so sagen, ja. Da geht man einfach auf die Seite Kurventour aus Sauerland im Internet. Dort einfach mal anmelden, einloggen. Da werdet ihr durchgeführt ins Menü, wenn ihr euch anmelden wollt. Und ihr werdet dann innerhalb von 1-2 Tagen angeschrieben. Wenn ihr euch da anmeldet, kriegt einen Code, wo ihr dann alle Touren mitkriegt, wo ihr wisst, wer wo wohnt. Und ja, im Moment sind wir in der Gruppe, also eine Telegram-Gruppe, die da mit dabei ist, sind wir 127 Motorradfahrer. Und ja, und fahren halt immer wieder gemeinsam. So, ja, okay. Ich fahre morgen mit meiner anderen Maschine, auch auf meinem anderen Kanal. Und sag mal jetzt endgültig hier, damit ich so ein bisschen, ja, ich hatte Spaß, aber mein Frust so ein bisschen jetzt mal hier abgelassen habe hier. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, ich freue mich auf die nächste Tour mit euch. Und dann mit dabei sein. Ihr kommt auch hier ins Video. So wie die anderen. Alles klar.
So, bis dahin, euer GS Boxer on Tour. Ciao.